Das ist Robokino und heute gibt's einen Fantasy-Klassiker. Robokino, da sind wir wieder. Wenn ihr Bock auf Film- und Serienkritiken habt, dann bleibt mega gern mit einem Abo am Start, denn ich hab mal gecheckt. Und vielleicht dachtet ihr, ich würde das nicht rauskriegen. Aber bei meinem letzten Check waren 91% der Zuschauer nicht Inhaber eines Abos. Da denkt man sich vielleicht, man liefert nicht richtig ab. Aber jetzt habe ich auch nicht die mega negativen Daumen und so weiter. Deshalb traut euch ruhig, abonniert das Ganze. Das ist eine nette, kleine Community mittlerweile sogar geworden. Heute gibt es einen Fantasy-Klassiker, nämlich das Ding hier. Das ist die unendliche Geschichte. Ich habe das in so einem, wie nennt man das? Das ist wie so ein Buch. Also es ist eine gebundene Fassung. Gibt es auch andere. Ich habe auch Saw und habe die Dark Knight-Trilogie in dieser Art. Das ist eigentlich ziemlich nett. Gefällt mir richtig gut. Hier drin mit noch so einem Inlay. Das Aurin sieht man da, ein bisschen Info zu den wichtigen Darstellern. Und es ist sogar noch ein Videospiel dabei, nämlich Aurin Quest. Habe ich nie gespielt. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch bei mir laufen würde. Windows 95, 98, ME 2000, XP mit DirectX. 8, Pentium 2, 128 MB RAM, dürfte ich schaffen. Okay, jetzt kommen wir dazu. Es ist nicht so, dass ich diesen Film nicht kenne. Ich kenne ihn sehr gut. Ich habe ihn als Kind häufig gesehen. Ich habe das Hörspiel gehört. Da gab es damals 3 MCs. Und ich habe in der Zwischenzeit auch das Buch gelesen. Aber den Film habe ich jetzt schon jahrelang nicht mehr angeschaut. Und jetzt war es irgendwie zuletzt an der Zeit, den sich mit meinen Töchtern anzugucken. Es war draußen regnerisch, grau. Und dann haben wir nach Mittagessen gedacht, komm, ziehen wir uns gemütlichen Streifen rein. Von Konstantin Film, eine Bernd Eichinger Produktion, ein Wolfgang Petersen Film, also Crème de la Crème des deutschen Kinos. Die unendliche Geschichte. Wer das ganze Ding noch nicht kennt. Es geht um den jungen Bastian Balthasar Bux. Der wird, der hat nicht so die coole Situation zu bewältigen, denn die Mutter ist gestorben, der Vater ist halt so ein Erwachsener. Sagt, du, wir müssen damit zurechtkommen, unterdrück quasi deine Gefühle, komm damit klar, wir müssen vorwärts denken. Also so ein richtiger Klischee. Erwachsene halt einfach. Bastian ist liest sehr gerne Romane und einfach Geschichten, Jules Verne und so weiter. Moby Dick erwähnt er, glaube ich, auch mal. Problem ist, er ist jetzt halt auch nicht der Coolste. In der Schule wird gehänselt, auf dem Schulweg schon, und eines Tages haut er da vor seinen Peinigern ab, flüchtet in einen Bücherladen von einem Herrn Karl Konrad Koriander. Und ich glaube, diese 3 Buchstaben, also die 3 Initialien. Bei Bastian ist es ja das Triple B und hier halt das Triple K. Ich glaube, das hat schon eine Bewandtnis, aber ich habe es leider vergessen. Schreibt das vielleicht nochmal in die Kommentare. Sind das, glaube ich, die Leute, die nach Phantasien können, die quasi einen Triple-Namen mit gleichem Anfangsbuchstaben haben? Ich weiß es gerade nicht mehr. Da flüchtet er sich rein und da sitzt halt dieser Karl Konrad Koriander, der Besitzer dieses Buchladens, der Kindern gegenüber gar nicht so freundlich eingestellt ist. Und er liest da in einem Buch mit einem seltsamen Schlangensymbol drauf. Das findet Bastian gleich mal super interessant. Der Koriander warnt ihn davor. Nee, das darf er nicht lesen. Das Buch ist nämlich gefährlich. Ja, das, was er bisher gelesen hat, das sind nur Geschichten. Aber das ist gefährlich. Dann klingelt das Telefon. Der Herr Koriander muss drangehen. Und Bastian mobst das Buch. Also er leiht sich's aus. Ja, er mobst das Buch. Geht
dann in die Schule, kommt da zu spät, merkt, die Klasse schreibt einen Mathe-Test oder Mathearbeiten, hat er gar keinen Bock reinzugehen. Also geht er hoch auf den Speicher der Schule und fängt dort an, diese Geschichte, die unendliche Geschichte, zu lesen. In der unendlichen Geschichte geht es um das Fantasy-Reich Phantasien, das von unendlich vielen Völkern und Figuren, ja, tatsächlich unendlich vielen Völkern und Figuren bewohnt wird. Im Zentrum gibt es den Elfenbeinturm. Dort herrscht, nein, sie herrscht nicht wirklich, die kindliche Kaiserin. Sie ist einfach da, sie ist wie so das Zentrum von allem und sie behandelt auch alle gleich. Problem ist, es breitet sich etwas aus, dass man das Nichts nennt. Das rasiert das ganze Phantasien. Die kindliche Kaiserin, die ist krank, die kann nicht helfen. Nun muss ein Held her. Und das ist der Junge vom gräsernen Meer, Atreo. Und der macht sich auf, um die Heilung zu finden. Es ist also eine Geschichte in der Geschichte, oder vielleicht auch doch nicht. Mehr verrate ich nicht für diese Leute. Die unendliche Geschichte, vielleicht gibt es da ein, zwei Leute, die es nicht kennen. So, nach dieser Mega-Einleitung, also das war jetzt wirklich kein Spoiler, ne? Dieser Mega-Einleitung muss ich jetzt anfangen mit meiner Kritik. Wie gesagt, ich habe ihn nach Jahren endlich mal wieder gesehen und es hat mich überrascht, wie arg dieser Film mich noch berührt hat. Ich habe mitgefiebert, obwohl ich ja eigentlich den Ausgang der Geschichte und alles kannte, aber die Darsteller haben mich so gepackt halt einfach, dass ich kann es nicht beschreiben. Also ich war auch teilweise zu Tränen gerührt einfach und die Bilder, es gibt einige Stellen, wo man sieht, aus welcher Zeit der Film kommt. Es sind definitiv die 80er. Man sieht, wo der herkommt, 1983, genau. Aber dann gibt es wieder Szenen, da sagst du, alter Vater, das ist ja richtig, richtig krass, was sie da ausgepackt haben. Und wer jetzt zum Beispiel das Buch gelesen hat und dann seine Kritikpunkte findet, ja, im Buch ist es ja anders. Das ist vollkommen richtig. Nur muss man bedenken, in der heutigen Zeit könnte man das Buch verfilmen. Der Film hier geht ungefähr bis zu einem, ich glaube, es ist ein Drittel oder ein bisschen mehr als das Drittel des Buches. Also da geht es wirklich noch amtlich weiter. Aber die Sache war halt einfach die, man konnte halt viele Sachen einfach nicht darstellen. Ja, es gibt zum Beispiel den Glücksdrachen Fuhur, den kennt auch jeder. Ja? Und das Kennenlernen von Atreo und Fuhur läuft im Film komplett anders ab, als es im Buch war. Weil im Buch, da ist so eine Stelle, jemand, den konnte man damals unmöglich darstellen. Also, das ging einfach nicht. Und dann ist halt auch so die Sache, wenn man es nicht kann, sollte man es besser sein lassen? Bin ich eigentlich der Verfechter davon? Hier hat man aber die Geschichte so gut rübergebracht und erzählt, oh, dass es doch funktioniert hat. Und einfach durch das komplette Produktionsdesign hier einen wunderschönen Film mit einem Hammer-Soundtrack, mit tollen Schauspielern. Und da will ich nämlich jetzt noch was dazu sagen. Da haben wir nämlich, wie heißt er, Noah Hathaway. Der spielt Atreo. Der Schauspieler hat eigentlich gar nicht so viel gemacht. Er hat in Battlestar Galactica, also der alten Serie, hat er mitgespielt. Was könnte man noch kennen? Die unheimliche Geschichte, Family Ties, Troll. Also ich kenne da wirklich gar nichts. Bis 1992 hat er im Filmgeschäft was gemacht. Ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, ist der Tätowierer geworden oder irgendwie sowas? Google da selber nochmal nach. Ist schon länger her, dass es mich einfach interessiert hat, was aus diesen Leuten geworden ist. Weil man hat sie nie wieder gesehen und ich kaufe ihm wirklich alles ab. Was er da spielt, der trägt den Film wirklich unglaublich gut. Auf der anderen Seite ist da Bastian, der Schauspieler heißt Barrett Oliver, hat ebenfalls in Battlestar Galactica mitgespielt, allerdings in späteren Episoden. Er ist 1982 bei Knight Rider mal aufgetaucht, auch der Incredible Hulk-Serie. Was haben wir noch? Dem alten Frankenweenie, Cocoon, Daryl, Twilight Zone war 86 mal dabei.
Cocoon 2 die Rückkehr. Und das war es eigentlich schon so großartig von Barrett Oliver. Und mal schauen, was der heute noch so treibt. Und dann gibt es nämlich noch Tammy Stronach. Die hat die kindliche Kaiserin gespielt und die hat tatsächlich nur die unendliche Geschichte gedreht. Ihre Eltern, das waren Wissenschaftler, die hatten eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt, dass ihre Tochter Schauspielerin ist. Mittlerweile, die ist Tänzerin, hat sogar ihre eigene Schule. Die haben also doch, glaube ich, alle irgendwas gemacht. Ich hoffe, dass sie alle glücklich sind, denn mich haben sie auf jeden Fall glücklich gemacht mit diesem Film. Wenn ihr die unendliche Geschichte noch nicht kennt, es ist natürlich jetzt schwierig, wenn sich ein 16-Jähriger jetzt da dran setzt, der halt anders in Sachen Filmen groß geworden ist, der wird halt schon an einigen Stellen sagen, komm. Bei meinen Töchtern hat das fantastisch funktioniert, die fanden den Film astrein und für uns ist das halt was anderes, wo wir auf der Zeit kommen. Wer jetzt Legende gut findet, wer die Reise ins Labyrinth mit David Bowie und Jennifer Connelly gut findet, wer was mit dem dunklen Kristall anfangen kann, da ist die unendliche Geschichte und der wird euch dann auch gefallen. Wie gesagt, für all die, die halt auch doch mehr Herr der Ringe, Harry Potter und das ganze Zeug kennen, damit aufgewachsen sind, der Hobbit und so weiter, wird es an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen cheesy und schräg sein. Ich mag ihn, er hat mich mal wieder überrascht und ich hoffe, wenn ihr ihn kennt, vielleicht nehmt ihr das als Anregung zu sagen, gucke ich mir vielleicht doch auch nochmal an. Gut, das war's dann hier mit einem alten Schinken und bald laufen hier The Boys Staffel 2 an, die werde ich mir natürlich so schnell wie möglich reinziehen und dann gibt's davon auf jeden Fall eine Kritik. Wenn ihr da Bock habt, bleibt auf jeden Fall mit einem Abo dabei, diskutiert unten in den Kommentaren mit mir und mit anderen, sind sehr nette Leute hier. Kommentare sind zum Spoilern freigegeben, also wer sich niemals spoilern lassen möchte, der schaut besser nicht in die Kommentare vorbei. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr mal kurz ein Hallo da lasst oder sowas. Abonnieren, die Glocke könnt ihr aktivieren, wenn ihr informiert werden wollt über weitere Formate und Videos hier auf diesem Kanal. Dann haut rein und möge der Saft mit euch sein.